Mein LKW piepst. Ist nicht mehr. Jetzt kommt der Moment, wo jetzt eigentlich eine Begrüßung angedacht wäre. Aber das ist immer der Moment, den ich immer komplett verkacke. Ja, aber alles andere das kann. Hallo. Hallihallo. Hallöchen. Ich grinse gerade irgendwo hin. Und dann habe ich bemerkt, ich habe ja gar keine Facecam. Das heißt, das kann ich mir auch sparen. ja. Es gibt mal wieder eine weitere Folge Labertruck. Das Format. Gott, Alter, das ist echt schon spät. Die Nachtsausgabe, es ist 20 vor 4. Richtig. wo ich über ein bestimmtes Thema quatsche. Allerdings hat mir das nicht so ganz gefallen, wie ich das vorher getan habe. Deshalb habe ich mir jetzt jemanden dazu geholt. Und zwar ist das die reizende Saphira. Ja, wir wollten uns um 8 Uhr treffen, um das hier kurz aufzunehmen. Wir haben inzwischen fast 4. Genau, für alle, denen das hier überhaupt nichts sagt, ich düse hier mit meinem LKW durch die Gegend und dann babbeln wir über irgendeinen Quatsch, ja. Genau, wie gesagt, das hat mir nicht gefallen, weil das war mir zu eintönig und zu unkoordiniert alles, wenn ich da nur alleine geredet habe. Deshalb habe ich mir jetzt zum einen Notizen gemacht. Das ist zwar immer noch unkoordiniert, aber nicht mehr alleine. Nein, ich habe mir Notizen gemacht, ja. Wow. ja, und habe mir noch jemanden dazu geholt, wie schon gesagt. Alter, ich wiederhole mich. Ich fange schon wieder an, mich zu wiederholen. Das wollte ich doch vermeiden. Lies einfach deine Notizen vor und erzähl uns, worüber wir heute reden. Genau, Thema. Smartphones. was genau, das werdet ihr im Laufe des Videos schon sehen, beziehungsweise hören. Und zwar passend zu der Ankündigung der neuen iPhones. Das ist ja dieses iPhone 8, iPhone 8 Plus und das iPhone X, beziehungsweise iPhone 10 angekündigt worden. Und ich habe mir dazu mal ein paar Sachen rausgeschrieben zu diesem Teil, ja. Und zwar werben die damit. Das Display hat die volle Größe des Geräts, ja, also das gibt jetzt keine Kanten mehr. Also ich, jetzt dieses iPhone X, es geht jetzt nicht um das iPhone 8, sondern nur um das iPhone X. Dann hat das eine krasse Auflösung, kann kabellos laden, hat keinen Home-Button mehr. Es gibt jetzt die sogenannte Face-ID und den ganzen anderen Quatsch, der da noch angekündigt wurde. Und das Teil soll 1.300 € kosten, ja? Was? Ja. Okay. Da habe ich mir die Frage gestellt. Also, ich habe ein iPhone 4S, ja? Das hat mich noch nicht mal was gekostet, weil das ein weitergegebenes Handy war. Was mache ich denn damit? WhatsApp benutze ich damit hauptsächlich, ja? Eventuell kann man damit sehr gut Musik hören, ja. Kameras sind damit, also die Kamera ist auch okay, um damit Fotos halt zu machen. Ich finde so, diese Handys sind immer komplett ungeeignet als Kamera. Auch wenn die noch so gut sind, da habe ich dann doch lieber irgendwie eine Spiegelreflexkamera oder so. Die finde ich deutlich geeigneter. Ja, das bedeutet in meinem iPhone 4S, was mich noch nicht mehr was gekostet hat, ist all das, was ich brauche, schon drin. Deshalb frage ich mich tatsächlich, wieso kaufen sich Leute ein Handy, was 1.300 € kostet? Und was genau haben die damit vor? Ich meine, das ist eine Menge Geld. Das benutzt man doch eh nur, wenn man rausgeht. Was macht man damit? Auch nichts anderes wie mit einem billigeren oder älteren Handy. Und deshalb sehe ich da tatsächlich kein Nutzen. Und ja, was benutzt du denn überhaupt für ein Handy? Du wirkst so, als würdest du generell eher weniger am Handy hängen, ja?
Ja, tatsächlich, aber auch wieder ein bisschen mehr, als mir persönlich lieb ist. Also ich benutze mein Handy tatsächlich nicht nur, wenn ich vor die Haustür gehe. Aber, also, ich benutze es jetzt nicht viel, dass ich sagen würde, dass ich mein Display unbedingt über die komplette Größe meines Handys brauche. Und diese neuen Funktionen da, Face ID. Man braucht jetzt keinen Code mehr eingeben, sondern man braucht jetzt nur das Handy angucken. Aber ehrlich gesagt sehe ich da ein Problem mit. Also mein Handy hat ein Fingerprint-Dings. Also, ne? Wo man das schön mit Fingerdruck entsperren kann. Ist ja schon nützlich, funktioniert aber auch nicht immer. Ja. Und ich frage mich halt bei der Face ID. Jetzt gerade war wäre ich ja auch ein bisschen, vielleicht Leute sind, die auf die Gamescom gehen. Stell dir mal vor, du gehst auf die Gamescom und machst ein Cosplay. Ja. Hast irgendwie fett Schminke im Gesicht. Das ist doch alles voll unpraktisch, oder nicht? Es wird tatsächlich behauptet, dass diese Face ID funktionieren soll, egal was man, wie krass man geschminkt ist oder was man anhat oder so. Weil die so funktioniert, dass da Punkte ins Gesicht projiziert werden und sich dann exakt die Gesichtsform merkt. Okay. Technisch gesehen finde ich das tatsächlich ziemlich krass. Ich meine, das gab es schon und funktioniert auch mehr oder weniger. Aber trotzdem finde ich das etwas, wie du schon sagtest, ziemlich unpraktisch. Ja, weil stell dir mal vor, du hast im Winter irgendwie eine Mütze auf oder hast irgendwie einen Schal an oder sowas und das hat bestimmt Punkt nicht mehr. Wie gesagt, angeblich soll das auch trotz Mütze oder Schal oder whatever funktionieren. Aber das wird sich dann natürlich zeigen, ob das stimmt. Großen Nachteil da drin sehe ich, wie auch schon oft drüber gesprochen, die Sicherheit ist dann natürlich absolut nicht gegeben. Ich möchte tatsächlich nicht, dass ein Gerät, was internettauglich ist, exakt meine Gesichtsform weiß. Abgesehen davon, du nur das Gesicht brauchst, kannst du theoretisch jeder bewusstlosen Person ihr Handy ins Gesicht halten. Und dann sperrt sich's. Ja, okay, das stimmt. Das geht beim Code nicht. Ich finde das auch... Ja, gut, ich beim Fingerabdruck halt geht's auch schon wieder. Richtig. Was mir gerade irgendwie Bedenken macht. Verdammt. Ja, du musst deine Zehen benutzen. Auf die Idee kommt keiner. Fetten Latschen auch draufpassen. Richtig. Was? Nein. Ja, ich wusste jetzt nicht, was du sagst. Einfach mal zustimmen. Ja, aber ich meine ernsthaft, das ist ja tatsächlich ein Sicherheitsrisiko. Nee, aber ich finde das halt auch schon wieder komplett unnötig. Ich meine, wie viel Zeit nimmt es in Anspruch, kurz einen Code einzugeben? Das ist doch, ich meine... aus vier Zahlen. Richtig, irgendwann hat man den dann auch drauf, irgendwann weiß man, wie der geht und tippt den dann einfach ein und das dauert dann vielleicht 2 Sekunden oder sowas. Weil ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich benutze mittlerweile öfter die Code-Eingabe als den eigentlichen Fingerprint-Scan, weil der auf der Rückseite vom Handy ist und mir ist das manchmal schon Arbeit, das Handy hochzuheben und da irgendwie das zu benutzen, bevor ich da die, also statt die 4 Zahlen anzugeben. Ich meine, ich weiß nicht, warum. Ich meine, es ist technisch sehr faszinierend, aber dass das Ding dann direkt 1800 Euro kostet, ist das mir nicht wert. 1300, aber ja, das ist... 1300, egal. Ja. Über 1000, das reicht. Ja, aber wie gesagt, ich sehe halt auch wieder den Nutzen davon nicht. Also das ist halt meiner Meinung nach komplett sinnfrei. Dann gibt es natürlich den Aspekt der Sicherheit. Wie sicher ist es, wie ins Handy zu kommen? Ich meine, so ein 4-stelliger Code ist natürlich knackbar. Aber ich meine, was hat man denn auf seinem Handy? Da hat man doch irgendwie, keine Ahnung, man hat da vielleicht Bilder, gut, die will man natürlich nicht, dass die irgendwer kennt. Adressen, vielleicht seine eigene Anschrift. Ja, richtig, aber das sind halt alles Daten, deshalb brauche ich das nicht. Also das sind Daten,
es ist schon okay, wenn die nur mit einem vierstelligen Code gesichert sind. So, einmal kurz abladen, ich bin gerade abgelenkt. Ja, du spielst ja noch nebenbei. Richtig. Ja, also... Ja, jetzt muss ich auch noch aufleveln, ist ja grauenvoll. hier, zerbrechliche Fahrt anwenden. Perfekt. Machst du das auch über eine App? Mhm, auf jeden Fall. Das finde ich sowieso sehr, sehr grauenvoll. Es gibt inzwischen so viele Sachen, wo man, also man kauft sich ein Gerät und dann braucht man da eine App für, um dieses Gerät verwenden zu können. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich unverschämt. Das ist wie wenn man sich ein Auto mietet, das kein Lenkrad hat. Wo man dann irgendwie noch ein Lenkrad besorgen muss oder so. Ja, das finde ich, diese Entwicklung finde ich absolut nicht gut. Es gibt vor allem Sachen, bei denen ich es absolut nicht verstehe, warum das jetzt braucht. Zum Beispiel elektrische Zahnbürsten. Die dann darüber informieren, wie lange du auf welcher Seite geputzt hast, ein Dübel, etc. Ich meine, also, Zähneputzen sollte man hinkriegen, oder nicht? Auch ohne App. Das ist richtig, ja. Ich muss tatsächlich sagen, am iPhone X, das Feature, was ich noch mit am interessantesten fand tatsächlich, waren die Animojis, ja. Natürlich. Was auch sonst? Ja, tatsächlich fand ich, dass das einzige Feature, was es für mich tatsächlich interessant machen würde, das haben zu wollen. Allerdings ist es mir dann natürlich auch wieder keine 1300 Euro wert. Aber ich finde das halt eine lustige Spielerei. Und das ist halt etwas, was viele so gar nicht mit mir einer Meinung sind. Ich habe schon oft gelesen, dass das unnötigste Feature ist, was sie hinzugefügt haben. Ehrlich gesagt, genauso wie ein Display über die komplette Größe und Face-ID. Brauchen tut man es natürlich nicht. Das ist schon richtig, ja. Aber witzig finde ich es trotzdem. Ja. Ach, das ist genauso wie die anderen Sachen. Also ich würde keine 1300 Euro für mein Smartphone ausgeben. Richtig. Dafür brauche ich es halt auch einfach nicht genug. Ich habe ja noch nicht mal einen Internetvertrag. Mir reicht ja diese Paysafe-Cards, die reichen vollkommen aus für mich zumindest, weil wenn ich mal weg bin, dann brauche ich halt auch kein Internet, dann muss ich halt auch nicht die Nachrichten empfangen, weil ich bin halt weg, dann kann ich da gerade eh nicht drauf antworten. Deshalb verstehe ich auch nicht, wieso Leute dauerhaft an ihrem Handy sitzen. Weil man kann ja ruhig mal eine halbe Stunde warten, bis man dann mal zu Hause ist. Ich muss sagen, seit ich studiere, benutze ich definitiv öfter mein Handy und ich bin wirklich froh, dass ich einen Internetvertrag habe. Ja, okay, das... Und allein, um Wartezeiten zu überbrücken, teilweise zwischen Lesungen. Wenn man alleine unterwegs ist, das muss ich auch nochmal dazu sagen, ich finde, wenn man mit Leuten unterwegs ist und die ganze Zeit an seinem Handy hängt, das ist absolut unhöflich. Das ist richtig, ja. Aber zum Beispiel, wenn man so alleine vom Lesungsraum rumsitzt, also, dann ist das schon ganz nett. Ja, da kann man das ein oder andere tun, Internet tatsächlich. Kann, wie zum Beispiel befragen auf gutefrage.net. Oder darüber, oder nachschauen, ob es auch Busse mit Toiletten oder Whirlpool gibt. Genau. Oder aber um Google Maps ordentlich zu sehen, falls man sich in seiner Stadt noch nicht so wirklich auskennt. Ja, okay, für solche Sachen kann es natürlich sehr praktisch sein, genau wie so ein Taschenrechner, wenn man den mal nicht dabei hat, kann man halt haben. Aber wie gesagt, dafür reicht halt auch mein iPhone 4S, wo ich kein Geld für ausgegeben habe. Da brauche ich dann kein 1300 Euro Handy für. Vor allem, was ich nämlich auch noch endlich finde, ist der immense Wert der Smartphones mittlerweile zuteil wird. Ich meine, die sind ja jetzt schon quasi undenkbar und das ist jetzt schon der Hammer, wie viele Leute unglaublich an ihren Smartphones hängen. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Teil für 1300 Euro. Ja, was du dann auch noch ständig bei dir hast, draußen. Nee, genau. Ich will gar nicht wissen, wie lange oder nicht lange sowieso halten. Mhm. Aber wie sehr man ja jetzt schon auf seine Smartphones hat und wie sehr Leute schon Panik geraten, wenn sie es mal nicht auf Anhieb finden, ich
auch mal sagen, ich habe auch schon mal eine Stunde, wo ich mir denke, oh mein Gott, wo ist mein Handy? ich finde es echt ein bisschen übertrieben, quasi einen Gebrauchsgegenstand und immensen Wert aufzuerlegen. Ja, jetzt auch noch durch einen ziemlich, ziemlich hohen Preis. Ja, und was auch noch dazu kommt... Oh, ich muss tanken. Achso. Mach doch mal deine Tank. Kannst du Tankstellen in deiner Nähe finden? Ja, super. Ich kann auch einfach weiterfahren und warten, bis ich an einer vorbeikomme. genau, was ich auch nicht verstehen kann. Es gibt Leute, die kaufen sich jedes neue Handy, was auf den Markt kommt. Also, da kommt ein neues iPhone raus, das muss dann sofort gekauft werden. Was ist da krass anders? Okay, es hat eine etwas bessere Kamera vielleicht. Vielleicht ist auch der Bildschirm etwas größer. Ein Ticken, ja. Oder, keine Ahnung, kriegt so Spielereien wie die Animojis. Aber das ist... Das, was man hat, das reicht doch trotzdem noch aus. Das ist ja nicht direkt sofort instant veraltet. So, deshalb sehe ich tatsächlich keinen Grund, warum man sich dann sofort immer wieder das Neueste kaufen sollte. Im Gegenteil, das ist eine ganz schöne Ressource. Richtig. Ich meine, was habe ich denn gehabt bisher? Ich habe ein iPod Touch gehabt und eben dieses iPhone 4S. Und früher habe ich mal so einen alten Knochen gehabt, der halt zum Telefonieren da war. Ja. Ich glaube, ich habe mein erstes Smartphone generell erst nach der 10. Klasse gekriegt. Ja, ich nehme mich auch. Hatte bis dahin noch so ein Schiebe-Nokia. Ende 10. Klasse, davor hatte ich immer so ein altes Nokia tatsächlich. Ja, genau, so zum Hochschieben. Nein, das war noch so ein alter, unzerstörbarer Knochen bei mir tatsächlich. Schön. Aber apropos Schule, das fand ich ja dann schon auch krass. Da hast du dann teilweise so die Mädels-Klo-Gespräche, die du dann ab und zu mal mitkriegst, ne? Ja, kenne ich. Und teilweise welche. Gerade du als sehr weibliche Frau auf jeden Fall, auf dem Mädchen-Klo. Gab es dann teilweise so Gespräche, wo du dann erst halt reden hören, so, oh, und jetzt habe ich schon mein Handy seit einem halben Jahr und meine Mutter will mir zu Weihnachten nicht das Neue schenken. Was sowas von absolut übertrieben ist. Ich meine, das war auch vollkommen ernst gemeint. Also, ne, Handy seit einem halben Jahr und da will man auf jeden Fall schon mal das haben. Auf jeden Fall. Ich meine, es war auf jeden Fall verständlich. Früher ging es halt immer so, ja, oh, das neue iPhone kommt raus. Boah, was das alles für neue Funktionen hatte. Aber wir haben halt alle nicht daran gedacht, dass wir das uns kaufen könnten irgendwann mal. Ich meine, als das alles angefangen hat, ich kann mich noch genau dran erinnern, als im Bus das erste iPhone rumgegangen ist, und dann, boah, du hast ein iPhone. Und dann, boah, das ist bestimmt das iPhone von deinem Vater und sowas, ja. Damals war das halt doch komplett... Das war das Samsung Galaxies. Ja, genau. Ja. Aber das war halt komplett unvorstellbar, überhaupt so ein Teil zu haben. Und heute rennt halt jeder mit so einem rum. Und immer mit dem Neuesten und immer die Neueste, das Neueste, sobald es rauskommt und so weiter. Und die Neuerungen finde ich immer weniger spektakulär. Genau, auf jeden Fall nicht und den Wert des... Immer genau. Der Hardy zum Beispiel von Pizmeet, ja? Nein, jetzt nicht mehr von Pizmeet, sorry. Der Hardy, der hat sich damals, das hat er irgendwann mal erwähnt, hat er irgendwie 400 € oder so mehr ausgegeben, um sich anstatt ein iPhone Plus, ein normales iPhone sowieso, ein iPhone Plus zu kaufen, hat er irgendwie nochmal 400 € oder so draufgelegt. Und dieses Teil hatte zum einen weniger Speicherplatz, aber er musste kürzer drauf warten. Aber es war auch teurer. Und der hat sich auch immer das Neueste, also immer wenn ein iPhone rausgekommen ist, hat er sich das Neueste geholt. Und das ist auch so ein Beispiel dafür unnötig. Absolut unnötig. Das machst du eigentlich mit fast keinem anderen Gebrauchsgegenstand.
Richtig. Stell dir mal vor, das würden Leute bei Büchern machen. Sobald eine neue Auflage da ist, ich auf jeden Fall das neue... Also, warte. Ja. Ja. Die meisten tun's nicht. Mhm. Ne? Richtig. Ja. Irgendwas hatte ich noch? Merkst du, ich dachte auch gerade schon so... Na, jedenfalls finde ich, technisch gesehen werden die echt krass. Was da so alles drin ist, ja. Was da so für Prozessoren drin sind. Und zwar was die, und was die dann auch noch für eine Größe haben. Also sind ja alle, das ist ja alles komplett klein, diese Teile, die da verbaut sind. Und haben trotzdem so eine hohe Leistung inzwischen. Aber das ist auch wieder, warum werden die so krass besser? Was kommt denn dazu, was man damit so krass, also wofür man so einen krassen Leistungs, so eine krasse Leistungsverbesserung immer braucht? So, Moment, ich muss kurz tanken. Klar, sag mal, wie fährst denn du? Was? Wie fährst denn du? Du musst ja ständig tanken. Ich bin jetzt erst an der Tankstelle angekommen. Ach so. Okay. Alter, Gott sei Dank muss man beim Auto nicht so viel bezahlen. Ich bin schon bei 900 Euro. Ja. Genau. Das, was halt dazu kommt, finde ich, ist nicht so krass. Moment. Wie fahre ich jetzt weiter? Ist voll toll. An, gut. Ah, nee. Bin ich jetzt wieder voll? Ja, gut. ja, das, was halt dazu kommt, sind halt so krasse Neuerungen, aber trotzdem macht man ja im Endeffekt nichts anderes damit. Man spielt vielleicht ein bisschen, um Zeit zu überbrücken, man geht ins Internet, man schaut sich seine Position an und so weiter, was man halt vorher auch schon gemacht hat. Deshalb verstehe ich zum anderen auch nicht, wieso diese Firmen immer so darauf auf sind, immer krassere Handys zu entwickeln. Weil das finde ich auch wieder komplett unnötig. ja. Ich glaube, am Ende kann ich als Fazit hinschreiben, komplett unnötig. Ich weiß gar nicht, wir sollten einen Counter einführen. Lieber also, nicht. nee, bitte nicht. Was soll ich jetzt sagen? Achso. Ja, vor allem, ganz ehrlich, wer nutzt denn schon alle Möglichkeiten, die sein Smartphone einem bietet? Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie viele Apps, was weiß ich, was Möglichkeiten ich von meinem Handy habe, die ich einfach nicht nutze. Mhm. Und ich glaube auch, die Menschen, die ihre Smartphones auch ein bisschen mehr nutzen, also noch einiges mehr nutzen als ich, werden wahrscheinlich nicht alle Möglichkeiten ihres Handys komplett ausschöpfen. Das ist glaube ich, auch ziemlich unmöglich. Ja, ich will gar nicht wissen, was man damit theoretisch alles machen kann. Mhm. Also die versuchen ja so ein bisschen ein Gerät, also nicht so ein bisschen, aber die versuchen halt ein Gerät zu haben, was alles kann. Wodurch man ein Gerät hat, womit man alles steuern kann, alles machen kann und so weiter. Und das finde ich halt ziemlich erschreckend. Also ich möchte nicht dazu gezwungen sein, keine Ahnung, wenn ich mir eine Drohne kaufe, unbedingt ein gutes Handy zu haben, damit das auch funktioniert, sondern ich möchte, wenn ich mir eine Drohne kaufe, möchte ich auch davon ausgehen, dass ich ohne anderes dazu kaufen zu müssen, dieses Teil auch benutzen kann. Nochmal mehrere hundert Euro teures Handy? Richtig. Weil ich glaube kaum, dass diese App da mit dem iPhone 4S tatsächlich laufen würde. Das ist wieder etwas. Da verstehe ich es dann doch, ein leistungsstärkeres Handy zu besitzen, falls man sowas denn braucht. Ich bin jetzt noch nicht in die Situation gekommen, eine Drohne zu kaufen oder zu brauchen. ja, dann gibt es halt so Sachen wie diese Smart Homes, wo man alles über das Smartphone steuern kann. So, Gardinen runterlassen. Ich ziemlich gruselig finde. Videoüberwachung. Weil, ja,
Vor allem aber auch, man merkt es ja immer wieder, die technischen Geräte sind noch nicht wirklich zuverlässig. Apps haben oft Fehlfunktionen, Bugs etc. Und ich weiß nicht, ob ich dann davon Steuerung für meine Rollläden, Garagen etc. schon verantwortlich machen wollen würde. Richtig. Weil es gibt ja, also ich habe mal davon gehört, 2020 ja, soll es Sonnenstürme geben und dadurch soll es Technik ausfallen und Internet nicht mehr funktionieren und sowas. Mal, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt oder wie das so ist, aber mal angenommen, es gibt kein Internet mehr. Was dann? Wie kriegt man dann seinen Rollladen noch runter zum Beispiel? Ja, genau. Das sind dann Probleme, die eigentlich nicht vorhanden sein sollte, weil es eigentlich kein Problem ist, aber dadurch dann halt wieder doch da sind, weil man sich halt etwas einfacher machen möchte. Was aber meines Erachtens nicht einfacher gemacht werden braucht, weil ich meine, was ist es schon für ein Aufwand, Rollläden runterzumachen? Meine Güte. Zieht man halt mal kurz an der Schlaufe. Ein Stromausfall, dein Smartphone ist irgendwie noch nicht aufgeladen. Und du kannst deine Rollläden einfach nicht mehr hochmachen. Wie scheiße ist denn das? Ja. Und so entstehen halt immer mehr von diesen Problemen, die eigentlich nicht da sein müssen, falls es mal zu sowas kommen sollte. Deshalb finde ich es tatsächlich auch erschreckend, beziehungsweise beunruhigend, wenn das darauf hinausläuft, dass alles auf dieses eine Gerät reduziert werden soll. Vor also, allem, genau, das hast du ja vorhin schon gesagt, dass sie immer mehr versuchen, ein Gerät zu machen, was alles kann. Und das stellen ja alle immer als so toll da und das strebenswert und das Ziel aller Ziele für irgendwelche Smartphones. Das ist ja nicht immer unbedingt das Beste. Das haben wir zum Beispiel mit Ips relativ oft machen. Mit was? Dass dein Smartphone für Ips. Du bist immer, wenn du das Wort sagst, abgehackt. Toll. Ich hatte die nicht aus Papier hier sind. Ach um so, E-Books. Ah, E-Books. Damit hatten wir das jetzt in der Uni ziemlich oft besprochen, dass halt ein Smartphone nicht immer ein geeignetes Medium ist, um Dinge auszuführen. Wie zum Beispiel jetzt bei unserem Beispiel Bücher zu lesen. Ein Smartphone ja nicht wirklich für geeignet. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, zum Beispiel E-Mails schreiben, Smartphone. Ich weiß nicht, ob du das machst. So wenig wie möglich, ja. Ja, genau. Deswegen finde ich, dass so ein Liss in einem Gerät gar nicht unbedingt das Erstrebenswerteste ist. Ja, auf jeden Fall. Weil es durchaus sinnvoll ist, noch die Geräte voneinander getrennt zu halten. Richtig. Und dazu zählen jetzt vielleicht auch Rollläden, Autos, Handschuhe, was Handschuhe? Handschuhe? Garagentüren. Ich wollte eigentlich Garagentüren sagen. Ich weiß nicht, wo die Handschuhe herkamen. Wahrscheinlich aus der Garage, weil die Tür offen war. Ja, was gibt's da zu hupen? Du überholst doch hier dämlich, du Vollidiot, ey. Ich glaub's hackt. So, ich bin jetzt tatsächlich auch schon da. Ja, ich würde sagen, wir haben tatsächlich das... Ich muss kurz gucken, wie lange nehme ich überhaupt schon auf. Ich habe die Vermutung, dass wir tatsächlich schon relativ lange dran sind. Hallo? Lange. Wahrscheinlich. Halbe Stunde? Alter, halbe Stunde schon. Krass. Was? Nee, tatsächlich. Okay, gut. Wo fahre ich eigentlich gerade? Ja, es ist auch schon 4:08 Uhr. Tatsächlich, ja. Okay. Eine Sache, wo ich aber tatsächlich noch drauf hinaus wollte, ist, wie die Leute das Handy benutzen, also so überall, während dem Autofahren, während dem Laufen. Oh, das ist ganz furchtbar. Ja. Das finde ich auch wieder erschreckend, tatsächlich, dass das so... Das ist mir jetzt ehrlich gesagt schon auf der Autobahn ein paar Mal passiert, gerade wenn du eine Ausfahrt nehmen musst, dass Leute vor mir, kurz hinter mir auf die Ausfahrt fahren, auf ihr Handy gucken. Und überhaupt nicht darauf achten, ob ich da jetzt dann von links irgendwie angefahren komme oder nicht. Ja.
Und man sieht ja die Statistiken, wie viele Autounfälle von Handys verursacht wurden. Ja, wo ich persönlich finde, dass das wesentlich stärkere Regeln und etwas höhere Strafen dafür geben sollte, mit Handy am Steuer zu sitzen. Mhm, Todesstrafe. Ich meine, nicht umsonst gibt es mittlerweile moderne Autos mit Freisprechanlagen etc. Ja. Ja, uns ist tatsächlich auch mal einer auf dem Weg zur Arbeit, hat man so gesehen, das Auto, da kommt uns ein Auto entgegen, ja, auf so einer Landstraße, die natürlich nicht getrennt ist, sondern einfach nur zwei Fahrbahnen, die gegeneinander führen. Da kommt uns ein Auto entgegen und man sieht halt, der fährt halt mitten auf der Straße und irgendwie der kommt halt immer weiter auf unsere Spur. Der hat dann im letzten Moment noch rübergezogen und da hat man halt so gesehen, ja, der hat auf sein Handy geguckt und war halt abgelenkt und das hätte auch schief gehen können. Und das absolut. Finde ich halt total hirnrissig. Wie kommt man überhaupt auf diese Idee, bei etwas, wo es total wichtig ist, sich nicht ablenken zu lassen, auf ein Handy zu gucken? Ich meine, man kann doch mal 5 Minuten warten, bis man irgendwem antwortet. Der wird dich schon nicht umbringen. Ja, oder so. Das geht natürlich auch. Also die Möglichkeit hast du ja jetzt mal wirklich an ziemlich vielen Orten. Mhm. Wenn du jetzt so dringend auf irgendeine Antwort wartest oder keine Ahnung was, dann kannst du entweder auch mal der Person einfach anrufen. Ich meine, das ist auch so ein Trend, der entsteht, dass Leute nur noch schreibwichtige Sachen und dann eigentlich anrufen. Was ich denke, der hätte halt mal angerufen. Ne? Mhm. Oder halt kurz zu warten, bis man irgendeine wichtige Nachricht kriegt oder sowas. Also, es gibt nichts, was ansatzweise wichtig genug wäre, beim Autofahren aufs Handy zu gucken. Das ist wichtig. Ja. Um das auch mal so gesagt zu haben. Ja, falls ihr uns zustimmt oder noch weitere Anregungen habt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren da lassen. Beim i findet ihr noch eine kleine Abstimmung zu dem Thema. Ich habe irgendwie mir gedacht, da muss ich irgendwas abstimmen, aber ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, was ich mir da gedacht habe, was da abzustimmen ist. deshalb schön aufschreiben, dass man es nachlesen kann. Ja, deshalb schaut doch da oben mal rein. Ich, wie gesagt, ihr seht dann schon oft was ihr da abstimmen könnt. ist bestimmt ultra spannend. ja, wie gesagt, kommentiert gerne mit und teilt uns eure Meinung mit. Und ganz wichtig, teilt mir bitte einmal mit, wie ihr das Ganze findet, mit in einer weiteren Person. Ich habe tatsächlich bemerkt, mir gefällt das jetzt schon mal deutlich besser. Allein schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. der Redefluss ist halt deutlich besser da, tatsächlich. Weil, ja, sobald einer halt nicht mehr weiter weiß, geht halt der Nächste über. Und ja, es kommen wahrscheinlich noch andere Leute dazu. Mal gucken, je nach Thema, vielleicht passt da der ein oder andere besser dazu. Oder kommt halt noch dazu, je nachdem, mal gucken. Wie gesagt, lasst uns auch dazu eure Meinung in den Kommentaren da. Und dann sag ich mal, tschüsselü. Ja, tschüsselü. Ja, ich meine, Begrüßung war schon kacke, dann muss das Ende jetzt auch beschissen sein. Das müssen wir auch noch verkacken. Das geht uns wirklich gar nicht. Richtig. Ja, bis deswegen dann. Machen wir jetzt eine Awkward-Schweige. Ja. Nein, es kommt jetzt einfach ein Hardcut, nachdem ich aufhöre zu reden. Und deshalb höre ich jetzt nicht mehr auf zu reden, weil dann ist das Video zu Ende und das möchten wir ja nicht. Scheiße, ich habe aufgehört. Ja, deswegen müssen wir jetzt einfach immer weiterreden. Was? Gut, jetzt wirklich tschüss. Alter, jetzt muss ich hier irgendwo auf der Straße anhalten. Ich kann jetzt nicht rüber gucken, weil das wäre dann dasselbe. Wie während dem Handy, während der Fahrt am Handy. Während am Handy sein Fahren, genau. Aber hier ist Gott sei Dank. Oder während der Fahrt auf dein Handy gucken, das hat auch funktioniert. Richtig. Gut. Schön.